Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, Sie heute am 17. Mai 2019 hier im neu gestalteten Fontana-Haus mit fast fertigem Außengelände willkommen zu heißen. Als einer der wichtigsten Vertreter des literarischen Realismus hat Fontane wie kaum ein anderer die preußische Gesellschaft im 19. Jahrhundert gespiegelt und unvergessliche Werke wie Effi Briest, vielen aus der Schule auch noch bekannt, Der Stechlin oder Irrungen und Wirrungen geschaffen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, in der Tat, unser Themenjahr ist Fontane .200. Kulturland hat sich da einsortiert als ein wichtiger Baustein, aber Fontane .200 ist in diesem Jahr die Marke, unter der alles subsumiert wird. Aber ich bedanke mich. Ich fange mal bei Ihnen an, Herr Lehmann. Ich bedanke mich für die vielen Gespräche und dass wir dann nach einem intensiven Telefonat die Dinge dann wirklich auf die Reihe gebracht haben. Ohne die Gemeinde Schöffenmühle, die damals dafür gekämpft hatte, dieses Haus zu erhalten und zu sanieren, würden wir heute nicht hier stehen. In unserer Kur- und Tourismuskonzeption wurde der Stadt Bad Freienwalde bestätigt, dass die Kultur einen hohen Stellenwert in Bad Freienwalde hat. Den letzten Besuch bei seinem Vater 1867 beschreibt der Dichter sehr anrührend im 16. Kapitel seines Erinnerungsbuches Meine Kinderjahre. Es erschien übrigens 1893 und ich bin sehr froh, dass wir in der Ausstellung eine Erstausgabe zeigen können im Verlag von Theodor Fontanes Sohn Friedrich Fontane. Von Rennen.